Pokémon ist das größte Medienfranchise der Welt, aber dicht dahinter sind die einzelnen Disney-Franchises mit Mickey Mouse, Star Wars. Und wenn man Disney zusammenlegt, dann ist Disney insgesamt um einiges größer als Pokémon und Disney Locana von Ravensburger ist ein Mega-Hit. Das erste Kapitel, das erste Set von Disney Locana war ein großer Erfolg und die Einzelkarten haben sich sehr stark bewährt. Es ist vielleicht vergleichbar mit dem Drachenwandler-Set von Pokémon, wie wir später im Video erfahren können. Jetzt im zweiten Set gibt es ebenfalls sehr starke Karten wie Donald Duck, wir haben Cinderella, wir haben Schneewittchen, wir haben Herkules. Und gerade bei Schneewittchen handelt es sich ja um den ersten animierten Film von Disney aus dem Jahr 1937, was ja bereits 85 Jahre her liegt und als der bedeutendste Zeichentrickfilm aller Zeiten gilt. Weißt du ein Geheimnis? Komm, ich sag's dir. Schneewittchen, 85 Jahre alt, da sieht sogar Glurak, welches ca. 25 Jahre alt ist, ziemlich jung aus, würde ich sagen. Und wenn du diese Karte gewinnen willst, dann lass ein Like da. Und abonniere den Kanal, schreib einen Kommentar hinein, wie du Disney findest, was ist dein Disney-Lieblingscharakter. Und am Sonntag im Livestream kannst du die Karte gewinnen, so wie andere. PS, schaut vielleicht am Ende des Videos nochmal beim gestrigen Video vorbei, dann könnt ihr auch weitere Karten gewinnen für den Stream. Und wenn wir jetzt Disney und Pokémon vergleichen, sieht man ganz klar, Disney hat eine viel größere Historie als Pokémon. Allerdings haben Pokémon-Karten mit 25 Jahren eine viel längere Historie als Disney-Karten. Und das Video hier, da geht es darum, dass wir gemeinsam besprechen bezüglich Pokémon-Karten 25 Jahre bereits. Ja, das ist eine sehr große Historie und natürlich ist der Markt dann teilweise sehr gesättigt. Ja, wenn man schon die 100. Glurak-Karte hat, da haben wir jetzt neue Franchises ziemlich einfach, die dann auch so riesengroß sind und insgesamt größer als Pokémon ist. Ja, weil wenn du die erste Cinderella-Karte rausbringst, die erste Schön und das Beast-Karte rausbringst, Frozen-Karte, Dornröschen-Karte, ist natürlich klar, dass das spannender ist als die 100. Glurak-Karte. Ja, das sei mal hier dahingestellt und ich glaube, das ist ziemlich nachvollziehbar. Und da muss man halt auch ganz klar jetzt aufpassen bei diesem Video, wenn wir das diskutieren, wie Disney Pokémon-Konkurrenz macht, dass das natürlich nur eine Momentaufnahme ist. Ja, wer weiß, was in 5 Jahren sein wird. Ja, wenn vielleicht dann schon die 50. Donald Duck-Karte gekommen ist. Ja, kann ich mir schwer vorstellen, dass Disney da bleiben wird, wo es jetzt steht. Ja, kleiner Spoiler, weil Disney steht extrem gut da. Und um das Video zu verstehen, schauen wir mal hier so ein bisschen rein in die Pull-Raten von dem aktuellen Pokémon-Set. Ja, es geht nämlich darum, um das Problem der Pull-Raten und der Wert der Karten, beziehungsweise um das Pricing, um die Preise von Pokémon Boostern versus anderen TCGs, denn Pokémon Booster sind eigentlich recht überteuert für das, was man an Wertkarten rausbekommt. Und das halt, weil es das größte Franchise ist, ja. Und wenn wir hier zum Beispiel schauen, jetzt hier, wir haben hier Ivys Donnersichel mit einer Pullrate spezifisch für eine Special History für 1 zu 712. Ja, das heißt, diese Karte alles mal eine Pullrate von 1 zu 712, genauso wie hier diese Professor-Karte und die anderen Specialist Rare-Karten. Ja. Während natürlich Donnersichel eine extrem interessante Karte ist, ja, die sich auf 70 Euro haltet, sind die anderen Karten nur so auf 10 Euro. Okay. Und das ist jetzt der springende Punkt. Wenn wir das mit Disney vergleichen, was wir gleich machen werden, werden wir sehen, dass Karten mit einer ähnlichen Pullrate um ein Vielfaches teurer sind. Ja. Und das hat natürlich auch damit zu tun, über diese nicht gesättigte Markt. Echtes Interesse an diesen Karten, weil es also frisch ist. Ja. Und Pokémon derzeit, ihr wisst, ein bisschen ein Tief steckt. Da wir hatten die beste Ära und so weiter. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen die Displays anschauen, wir haben hier mal die Boosterbox, die kostet halt schon über 200, also 250 auf Englisch, 200 auf Deutsch. Jetzt kommt ein Reprint am 15. Dezember, soweit ich es mitbekommen habe. Das heißt, die Boosterboxen kosten das Doppelte von Pokémon-Boxen. Das heißt, wir müssten jetzt so Preise von zum Beispiel Donnersichel verdoppeln, das heißt auf 140 Euro. Um das zu vergleichen mit, ja, Disney-Karten. Weil wenn wir jetzt mal schauen, bei Disney zum Beispiel haben wir diese legendären Karten und die haben eine Pullrate in holographisch 1 zu 600 für eine spezifische Karte. Ja. Das sind jetzt nicht die seltensten Karten, aber wir sehen auch hier schon, dass die eigentlich relativ teuer sind. Wir haben jetzt zum Beispiel Mickey Mouse, welche hier auf 40 Euro weggeht auf Englisch. Deutsch sind die Karten wesentlich günstiger.
Wir haben hier die Elsa, auch die geht hier für 50 weg, 60, 70 teilweise. Also die sind so mit den Goldkarten vergleichbar. Wir haben die Belle auch hier für über 40. Und wir haben die Rapunzel, die auf Englisch schon für 80 weggeht, auf Deutsch so für 50. Das sind jetzt mal die legendären Karten, nicht die seltensten. Und wir sehen schon hier, ja, die sind vergleichbar mit den Goldkarten von Pokémon, von den Pullraten und sind um einiges teurer. Ja, Goldkarten teilweise kosten also 10 Euro, 5 Euro teilweise. Und da sieht man schon der Unterschied zwischen dem Interesse der Karten, weil es ist natürlich klar, dass so eine Rapunzel-Karte. Und auf den Punkt, den ich kommen möchte, ist, dass diese Disney-Karten eigentlich für den Wert, den die Karten haben, sich mehr lohnen aufzumachen als Pokémon-Boosterboxen. Ja, Donnersichel ist jetzt zum Beispiel eine extrem gute Karte, die kann mithalten, ja, weil sie auch so ein bisschen ausschaut wie die Schwert- und Schildkarten, muss man ganz klar sagen. Aber wenn wir das vergleichen mit diesen anderen Karten, wie diese Professor-Karte, Trainer-Karten, die nur 10 Euro wert sind, dann schneiden die halt um einiges schlechter ab, wie hier zum Beispiel eine Mickey-Maus-Karte. Jetzt auf Deutsch sind wir bei 90 und auf Englisch sind wir auf, was sind wir da, auf 120. Also die ist mit Donnersichel vergleichbar, aber die Sache ist, diese Mickey-Maus-Karte ist auf über 200 auf Englisch. Also auch hier, die Pullrate ist 1 zu 800 übrigens von diesen Enhanced-Karten oder Enchanted-Karten. Schreibt rein, wie man es ausspricht. Wir haben hier Hades, auch die hier ist bei 100 Euro. Wir haben den Maui, der ist auf über 100 Euro. Wir haben den Aladdin für 140 Preistrend. Wir haben den Chin für 130. Dann hier haben wir den Simba auf Englisch, der teilweise auf über 200 ist. Ja, und da sieht man halt schon, auch hier 200 die Bälle auf Englisch. Stich ist auch auf über 200 auf Englisch. Dann haben wir Naseweiß über 200 auf Englisch. Wir haben die Aurora aus Dornröschen auf, was haben wir, die 150 auf Englisch. Und die Elsa, die teilweise auf 800 gestiegen war und schlussendlich ja jetzt auf 400 gelandet ist auf Englisch. Oder sogar 500, glaube ich. Ja, 500. Also die Karte hier ist quasi vergleichbar mit einem Ambion VMAX von Drachenwandel. Und man kann natürlich sagen, ja, die Boosterboxen sind jetzt doppelt so teuer wie Pokémon Boosterboxen, aber dennoch, wenn wir jetzt die Preise von Pokémon-Karten multiplizieren würden, mal zwei, würden die Preise nicht rankommen. Also der Wert einer Box, wenn man es aufmacht, kommt bei weitem nicht an das was ran, was man bei Disney bekommt. Ja, also derzeit Locana sollte man auf dem Schirm haben. Ich selbst habe es, ja, ich habe nicht gesagt, dass die Karten schlecht aussehen. Ich hatte es kritisiert wegen zu wenig Relief. Ja, da haben wir übrigens die quasi Elite-Box von Disney, ist auf 100. Und ja, ich habe den kritisiert, dass es kein Relief drinnen hat. Allerdings muss ich sagen, mich hat jetzt das neue Set ziemlich begeistert. Aufstieg der Fluggestalten. Ich muss hier meine Meinung etwas revidieren. Mich persönlich hat Schneewittchen extrem gepackt. Wie ihr es vielleicht im Intro gemerkt habt, die Anspielung darauf. Aber ich muss echt sagen, mich hat es begeistert. Hier, es kommt jetzt raus. Auf Deutsch geht es runter, auf Englisch so auf 180, auf Deutsch 150. Die Einzelkarten sind um einiges teurer auf Englisch. Und wenn wir uns so ein bisschen die Karten hier anschauen, haben wir hier ein paar legendäre Karten. Auch hier 1 zu 600. Angeblich sind die Pullraten etwas genervt worden im neuen Set. Da bin ich sehr gespannt. Wir haben ein paar legendäre Karten noch hier. Das sind für 40 Euro derzeit. Wird vielleicht noch runtergehen, vielleicht wird es raufgehen. Wir haben die Alice zum Beispiel. Das ist eine Top-Karte in dem Set. Und ja, ich meine, die Karten, die haben einen Wert. Auch hier Donald Duck zum Beispiel. Haben wir hier auf Englisch für 25, Deutsch für 14. Und dann haben wir hier noch die Top-Karten aus dem neuen Set. Gehen wir das mal ein bisschen durch von der Artwork. Carter Carlo. Ich kann mich an den erinnern. Den habe ich mir angeschaut als Kind. Das ist einer der schwächeren Top-Karten aus dem neuen Set. Dann haben wir die Gräfin Tremaine. Auch die ist relativ unbeliebt. Ist auch keine Top-Karte. Könnt ihr euch ja vorstellen. Ja, ist das gleiche wie bei Pokémon. Eine alte Frau ist nicht so spannend zu sammeln wie ein hübsches Mädchen. Dann haben wir hier den Arthur. Auch der geht etwas über 100 weg, habe ich gesehen. Ist auch keine Top-Karte. Also ist eine Top-Karte, nicht eine der absoluten Top-Karten. Wir haben hier Shere Khan, ich glaube, den kennen wir auch alle. Auch der wird natürlich sehr gesammelt sein. Das ist eine sehr sammelbare Karte, natürlich. So wie viele Charaktere, die den ersten Auftritt haben jetzt. Ja.
Und was haben wir dann? Dann haben wir hier den Herkules, der geht so für 140 weg. Dann haben wir die Alice, die geht für 200 weg. Das finde ich sehr spannend. Ist eine sehr interessante Karte. Mir persönlich gefällt es nicht so. Ja. Ich fand es ein bisschen komisch hier mit diesem Haus, aus dem sie da gebaut ist. War das bei Alice im Wunderland? War das eine Anspielung? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Alice, wachsendes Mädchen, ist sie groß geworden? Aber auch hier, ich meine, warum nicht, wenn man ein Fan ist von dem Ganzen? Für 200 kriegt man eine absolute Top-Karte hier. Dann haben wir die Madame Mim. Die finde ich jetzt nicht so krass. Ich habe gesehen, die ist aber auch relativ teuer, so ab 150 aufwärts. Dann Sisu, der ist interessant. Kann ich verstehen, warum man den sammelt. Ist so bei 200. Dann haben wir die Namari, die ist etwas unbeliebter. Da sind wir auf ca. 120, was ich gesehen habe. Dann haben wir das Beast, der ist so für 150 da. Also es passt gut, eine gute Ergänzung zum ersten Set. Und dann schlussendlich haben wir noch die Schneewittchenkarte. Auf Englisch sind wir so bei 200, auf Deutsch so bei 170 derzeit. Ist für mich das größte Highlight aus dem Set. Aber es ist nicht die teuerste Karte. Und was mir hier so richtig gut gefallen ist, diese Szene aus dem originalen Film. Ich glaube 1:1 übernommen. Und das macht das Set meiner Meinung nach schon richtig stark. Und zu guter Letzt haben wir hier die teuerste Karte, Cinderella. Und natürlich spekulieren Leute hier bei diesen Prinzessinnenkarten. Wird das hier eine, wie man sagen, wird die Karte hier eine vielleicht auch 500 Euro Karte, wie die Elsa aus dem ersten Set? Das ist natürlich die große Frage. Cinderella ist für mich jetzt nicht die krasseste Karte. Wie gesagt, ich bleibe bei Schneewittchen. Aber ja, ist mal was anderes und ich glaube, man sollte die Augen offen halten immer für andere TCGs. Lasst eure Meinung da. Was ist eure Meinung zu diesen Lokana? Ja, was ist euer erster Eindruck? Wie schon gesagt ist in dem Video, mir kommt es so vor, dass Pokémon derzeit übersättigt ist. Ja, das heißt nicht, dass Pokémon tot ist. Ja, Pokémon ist immer noch da. Ich glaube, man muss das erstmal nachmachen, 25 Jahre ein Spiel rauszubringen mit so einer großen Historie. Aber man braucht nicht immer das Neueste sammeln, ja, zum Beispiel. Aber fand ich schon ziemlich spannend, das Ganze. Wie gesagt, like das Video, lasst ein Abo da für diese Karte, lasst einen Kommentar da, was euer Lieblings-Disney-Charakter ist. Und hier, Freunde, schaut auf das Video von gestern, was ich hier verlinke. Und schaut mal dort, wie ihr diese Karten gewinnen könnt. Wupp.